ganz so gut. Und ich wollte, wenn ich wiederkomme, können wir zusammen machen, wollte ich einen Kochstream machen, wo ich Chili con Carne mit meinen selbst gepflanzten Chilis mache. Ich habe gestern schon mal eine geerntet und habe eine kleine Kochprobe gemacht. Aber Alter, die sind scharf, die Dinger. Also, oh Gott, das war... Ich habe da seit gestern Abend habe ich da Spaß. Also es hört einfach nicht auf. Wie lange geht diese... Vielleicht hast du auch so ein bisschen... Das hast du mir doch den Tipp gegeben mit der Hämorrhoidencreme und so. Wenn du scharf gegessen hast, dass du da schon immer ein paar Probleme mit hattest. Bring die vielleicht auch nochmal mit. Dann habe ich die hier auf Vorrat. Die gibt es in der Schweiz nicht, die gibt es nur in Deutschland. Ja. Okay. Yes. Ist drin? Ich preach. Ich bin tot von meiner eigenen Granate. Das für eine Scheiße. Da baut doch schon mal ein TC. Das Erste, was ich höre, wenn ich Maxims Streamer schalte. Also nichts gegen Edo, ne? Oh Gott. Didier, deswegen darf man kein Twitter aufmachen. Und dann war es auch Matteo. Ein richtig dummer. Er wollte schlau sein und er war einfach nur richtig dumm. Okay, Saarland. Ich verliere den Verstand. Zurück! Westerland! Ah, er ist hübsch und dumm. Scheiße, ey, voll mein Typ. Oh. Hi Gino, ich bin's. Meld dich doch mal bei Marty. Wollte nicht mal Lars von EBTV für eine GeoGuessr-Fortbildung einladen. Also ja, wenn er gut bezahlt, dann kann ich ihm eine Fortbildung geben. Oh, keine Geister. Kein Weißbrot. Nur ich. Ah! Als ich vor dem Gebäude stand und musste ich ja quasi hier bei uns im Slack reinschreiben, ja, kann mal bitte jemand die Tür aufmachen? Und dann kam Matteo runter, hat mir die Tür aufgemacht, so in den Fahrstuhl rein. Und da gab es diesen Moment, da hat er sich einmal dann von mir weggedreht Richtung Tür und da habe ich nur seinen Hinterkopf gesehen, der frisch einrasiert war. Und da habe ich nur gemerkt, du bist jetzt wirklich hier bei Bonjwa. Jetzt spielen wir nochmal alles ab. Was kommt denn da? Ihr fokust mich! Warum fokust die mich? Ich lupfe da jetzt eine Granate rein. Ich werd genadet, ich bin dead. Theo, der ist im Erdgeschoss. Ich hab nicht dich genadet, oder? Ich hab dich genadet! Ja. Yeah. Theo ist die Tonspur dafür. Die TIE Fighters verfolgen sie! Was ist denn das für ein dummes Scheißspiel? Base, komm! Was ist denn das? Entschuldigung. Das ist so ein dummes Scheißspiel, wirklich. Ich mag auch gar nicht mehr. Das ist ja komplett, das ist ja das dümmste Spiel. Guck mal, der fällt immer um! Ja, weil er dumm ist! Franzi hat geschrieben, okay, könnte vielleicht doch knapp werden, weil sich alles sehr verzögert. Also, wir müssen gerade noch warten, bis wir unsere 6 Maps spielen können. Wird eher 22 Uhr, du dummes Arschloch. Hast du davon, wenn du mich einlädst zu deiner Loser-Lobby? Brauchst wieder jemanden, der dich carried, du alter Loser. Du bist so ein Versager. Wenn du das nächste Mal... Nee, das steht nicht da. Nee, ich habe kein Beef mit Trill, aber Trill ist alt geworden und kann nicht mehr Videospiele spielen, wenn das nach 21 Uhr anfängt. Ich frage den immer, der so, ja, ich hätte schon Bock, aber zu spät. So, hä? Aber ich habe erfahren, der Grund. Ja. Hat er mir nicht gesagt, aber die Zuschauer haben mir geleakt, ja, dass zu der Uhrzeit, wo er aufgeht, kommt Amurant on. Ah. You know. Verstehe, und dann ja, switch ich kurz rüber. Genau. Aber könnte sich nicht einfach einen Monitor dahin stellen, das über eine neue Tonspur laufen lassen? Ja, aber der kann einhändig schlecht Valorant spielen.